Wir als Muslime glauben felsenfest daran, dass alles, was authentisch überliefert worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Wahrheit entspricht, selbst wenn manchmal die sogenannte Wissenschaft, egal in welchen Bereichen, meint, diesen Hadith oder diesen Ausspruch oder geschweige denn diese Ayah von Rabbul Alamin widerlegt zu haben. Oder dass dieser Hadith oder diese Ayah der authentischen oder beziehungsweise der Wissenschaft und der reinen Forschung widerspricht. Neulich hatte ich noch eine Diskussion mit jemandem bezüglich einer Angelegenheit und er war der Meinung, dass ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er war jemand, der den Islam verlassen hat, dass dieser Hadith der Wissenschaft widerspricht. Und Alhamdulillah, keine 24 Stunden später, durch Leute, die in diesem Bereich Embryologie erfahren sind und sich auskennen, haben das Gegenteil bestätigt. Aber generell sagte ich uns, das ist das, was ein jeder von uns sagen muss, geehrte Brüder. Wir sind felsenfest davon überzeugt, egal welche vermeintliche Wissenschaft ans Tageslicht kommt und verbreitet wird und gelehrt wird, sei es die Abstammung von Affen oder sonstiges, egal was, egal wie kompliziert es aussieht, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass das, was der Gesandte alaihi salatu wasalam uns gesagt und uns authentisch überliefert worden ist, der Wahrheit entspricht und nie und nimmer mit der Wahrheit entgegenkommt. Das ist die Wahrheit. Da ändert sich nicht dran. Und die Wissenschaft hat sich der Religion anzupassen, nicht die Religion der Wissenschaft. Aber die Religion ist nicht gekommen, die Wissenschaft, die reine, authentische Wissenschaft, zu widerlegen. Denn Allah ist der Allwissende, tabaraka wa ta'ala. Dementsprechend, nie und nimmer sollte nie einer von euch daran zweifeln oder Angst bekommen oder sonstiges, dass irgendeine sogenannte wissenschaftliche Forschung irgendwas widerlegen könnte von dem, was uns authentisch überliefert worden ist, geschweige denn von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran offenbart hat. Und nur um eine Sache zu erwähnen, geehrte Brüder, denn wir leben in einer Zeit und insbesondere in einer Gesellschaft, wo manche Menschen meinen, die Wissenschaft steht über allem und die Wissenschaft hätte eine Antwort auf alles. Wollt ihr wissen, wie armselig die Wissenschaft ist? Wollt ihr wissen, wie armselig die Wissenschaft in Wirklichkeit ist? Die Wissenschaft hat bis heute keine Antwort darauf. Sie haben Thesen aufgestellt, doch diese Thesen sind alles andere als Thesen, die auf Beinen stehen. Sie hat keine Antwort darauf, wie unser Universum, welches aus nicht lebender Materie besteht, Leben erschaffen konnte. Im Universum gibt es Leben, doch das Universum besteht aus nicht lebender Materie. Bis heute gibt es keine Antwort darauf, wie konnte Leben aus nicht lebender Materie entstehen. Und dann wollen sie kommen und uns dies und jenes belehren. Dabei ist der Koran, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, das vollkommene Wort und die vollkommene Wahrheit. Dementsprechend auch die Worte des Propheten alaihi salatu wasalam, egal was jemand sagt oder denkt, Alhamdulillah, für uns sind sie die Wahrheit und am Ende werden sie sich auch als die Wahrheit darstellen und zu erkennen geben und geachtet dessen, wer über die Geschichte meint, das oder das geforscht zu haben und diese wissenschaftliche Erkenntnis an Tageslicht gebracht zu haben. Denn wenn wir uns diese Wissenschaft auch betrachten, die sogenannte Wissenschaft, sehen wir, was vor 20 Jahren als wissenschaftlich erwiesen galt und was heute komplett widerlegt wird. In jeglicher Hinsicht. Und deshalb, der Islam, der Koran, die Texte verändern sich nie. Sie bleiben, wie sie sind, seit 1400 Jahren. Sie haben allerlei Tyrannen überstanden und allerlei mächtigen Philosophen überstanden und allerlei mächtigen Wissenschaftler überstanden. Wallahi, sie werden der Koran und die Sunna des Propheten, alaihi salatu wassalam, sie werden auch alles andere überstehen. Dementsprechend, ein jeder Muslim sollte wahrhaftig daran glauben und keinerlei Zweifel in seinem Herzen zulassen, dass die Worte des Gesandten alaihi salatu wassalam nichts anderes als die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sind. Ja, dakir al-ashab, komm mutaddiban.